Moin, herzlich willkommen zurück zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 für Amber ohne Gräben in der Version 1.5. Ja, ich weiß jetzt auch wieder, was für ein Tag heute ist, das habt ihr gehört. Bei der Folge heute Morgen, da war ich bei der Aufnahmesession nicht so ganz dabei und war mir nicht sicher, haben wir noch Freitag, haben wir schon Samstag oder ist vielleicht schon... Ne, was machen wir hier eigentlich gerade? Wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Naja, ich weiß es aber wieder. Jetzt ist Samstagnachmittag. Und wir haben Milchprodukte geladen, die wir jetzt bei Aldi verkaufen werden. So, gut, dass der da hinten so weit weg steht. Der Container. Weil, dann kann man nämlich hier astrein inzwischen fahren. Und mit diesem geilen Abladetool das hier alles abladen. Da steht alles im Trigger. Ist auch cool. Und wir werden die 10 Millionen knacken. Na, oder kriegen wir da eine Million für? Weiß ich nicht. Aber... wir werden auf jeden Fall ganz dicht an die 10 Millionen rankommen. Und das, obwohl wir uns neue Fahrzeuge gekauft haben, hier zum großen Teil. So. Das ist jetzt erstmal fertig. Jetzt könnten wir eigentlich mal bei der Holzproduktion bei der alten gucken, wie da so der Status quo ist. Was hier denn gerade so produziert wird. Also der ich muss mir echt Notizen machen. So, die arbeitet nicht mehr, weil die kein Holz mehr hat, ist klar. So. Das hier jetzt machen, das räumen wir hier erstmal auf. Hole ich mir da erstmal die paar Pellet-Paletten, die da noch rumliegen. Die bringe ich jetzt mal. Ist ja auch sehr lustig. Schweben. Ach, auf einmal fallen sie runter. Na denn. Sind hier noch mehr produziert worden? Jo. Jede Menge. Leerpaletten sind da auch noch. So rum wollte ich Und die bringen wir jetzt hier in unser Pellet-Lager, welches wir hier haben. Das Pellet-Lager gibt es nicht fertig als Mod. Das Pellet-Lager habe ich selbst umgebaut. Und unter meinen Tipps und Tricks-Videos findet ihr die Anleitung dazu. Und auch die entsprechenden Texturdateien, die ihr braucht, um die Anzeige vernünftig darstellen zu können. Pelletlager aufgefüllt. Den haben wir jetzt hier drin. 47
Pellet-Paletten sind hier drin. Sehr geil. Wie viel können wir noch? 49. 96 Stück. Stimmt, ich erinnere mich. 96 Paletten können wir von jedem Typen hier reinbauen. Ja. So. Jetzt ist hier auch erstmal Ordnung. Wir holen hier erstmal Leerpaletten weg. Wobei hier sowieso nicht viel weitergearbeitet werden kann, weil gar keine Holzpaletten da sind. Da muss ich mich dann auch demnächst erstmal drum kümmern, dass hier wieder Holzpaletten hinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich muss mir echt Notizen machen. Ich muss mir wirklich Notizen machen, wo ich was hinbringen muss. Ich kann mir das nicht mehr merken. Das ist unglaublich. Ich fahre jetzt erstmal zurück zum Hof. Hiermit. Stell den da erstmal hin. Hier rumfahren, ne? Warum nicht? Ups. Hey, Laderucklauf. Habe ich lange nicht mehr. Aber nicht weiter schlimm. Ups. Da steht noch ein M82, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, wir sind erstmal hier. Dann verkaufen wir den noch gleich. Rufe aus natürlich. Komm, MB-Truck. Gleich weg damit. Steht hier eh nur im Weg rum sonst. Los. Nun mal. Ja, steht bestimmt wieder falsch. Ich kenne mich ja. Oh nein. Wieder nicht. Kaufen. So, einmal zurück. Einmal vor. Dolly, verkaufen. Zack, weg ist er. Und wir haben 9,3 Millionen Euro. Und jetzt fahren wir mal mit dem hier hoch zur Forstindustrie und bring da den Anhänger hin, dann ist der gleich da.
Das ist doch ein schickes Bild. Ich sehe nichts. Mal wieder raus. Das mache ich viel zu selten, oder? In der Innenansicht fahren. Dann auch noch in so einem geilen MB-Trank. Machen wir jetzt mal in der Innenansicht zur Forstindustrie. Ups. Stellen da oben dann mal den... den Cargos hin. Ich muss mich immer noch mal orientieren, wie ich da am besten hinkomme. Nehme ich gar nicht. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ja, ist klar. Das soll ich eigentlich auch mal Verkehr einschalten? Speichern könnte ich auch mal, ne? Gerade nicht. So, oh, guck mal, auf einmal stehen hier Autos. Das ist ja ärgerlich. So. Können wir nämlich hier auch gleich schon mal Hackschnitzel von dem Sägewerk wegnehmen? Und wieder einführen als... als Brennstoff. Gibt es keinen KI-Verkehr, wenn man in der Innenansicht fährt? Das ist ja komisch, oder? So, da sind wir auch schon bei der neuen Holzindustrie. Und jetzt gehe ich mal raus aus der Innenansicht. Moin. Wenn das hier nicht wirklich viel ist, was hier an Hackschnitzeln schon liegt, hole ich mir das jetzt, weil ich das alles drüben brauche. Als Brennstoff fürs Sägewerk. Mehr ist da nicht, okay. Immerhin. Wir bauen uns das so ganz langsam auf. Das ist ja so eine Art Perpetuum mobile. Ich brauche hier Hackschnitzel, um Hackschnitzel zu produzieren. Und ich produziere eigentlich mehr Hackschnitzel, als ich verbrauche. Also, natürlich, weil ich ja auch die Bretterpaletten da habe, aber...
Aufladen. Kann hier nämlich weitergearbeitet werden. Kann die nämlich sonst nicht. Das ist schade. Ja, die Hackschnitzel können wir später dann auch hier einbunkern, da vorne. Aber im Moment habe ich das nicht vor. Eigentlich ist der MB-Truck hier auch genau richtig. Eigentlich brauche ich den Fast-Truck hier gar nicht. Den Fast-Truck kann ich eigentlich... Boah, nee, zum Hof nehme ich ihn nicht mit. Ich lasse den auch hier oben. Wir haben hier jetzt zwei Fahrzeuge. Fertig. So, aber ich kann mich da kümmern, dass hier die Produktion auch weiterläuft. Seht ihr, Produktion im Sägewerk läuft. Sehr schön. Muss man hier nur eben die beiden. Sind schon drei? Ne, noch nicht ganz drei. Zwei Paletten. Und die zweite. Jawohl. Autoload ausschalten. Das hat der Fed schon schön gemacht. Muss man ihm lassen, echt. Ganz toll. Gefällt mir gut. Ist viel, viel Platz hier. Vielleicht auch viel verschenkter Platz, weiß ich nicht. Aber... So. Können die wieder arbeiten. Und ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Oder... wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Oh, da oben war künstlicher Verkehr, also KI-Verkehr. Noch einer. Und, ja. Na, über ein Abo würde ich mich natürlich auch tierisch freuen. Und ich freue mich auch darüber, wenn ihr mir bei Facebook folgt, Friesenjung13, könnt ihr mir auch Kommentare und Nachrichten schicken. Aber das sage ich jedes Mal. Und, ja, da gibt es auch Infos über neue Videos und so weiter und so fort. Seht ihr, wenn ihr mir da folgt. Und noch mehr freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr auch morgen am Sonntag wieder einschaltet und zuschaut. Und in diesem Sinn sage ich dann mal, ciao, bis morgen.